Wir sind das Klimabündnis Brandenburg. Wir haben uns zusammengeschlossen, um mit vereinten Kräften für eine lebenswerte Zukunft zu kämpfen. Hier in Brandenburg, aber auch deutschlandweit und weltweit. In Deutschland ist der nächste wichtige Termin der 26.09. die Bundestagswahl. Das Handeln der nächsten Bundesregierung wird maßgeblich darüber entscheiden, ob wir den Wandel bei Design selbst gestalten oder er mit katastrophalen Folgen bei Desaster eintritt. Wir sind hochmotiviert, den Wandel selbst zu gestalten und wir bringen Wissen und Erfahrungen in verschiedenen Feldern mit. Ich bin Christian, beim ADFC Brandenburg aktiv. Das Fahrrad spielt eine zentrale Rolle bei der Klima-, Mobilitäts- und Verkehrswende. Ich setze mich dafür ein, dass Radfahrende endlich als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmende wahrgenommen werden. Damit mehr Menschen aufs Fahrrad steigen, brauchen wir durchgängige Radroutennetze mit guten Radwegen, sicheren Kreuzungen und vor allen Dingen mehr Platz fürs Rad. Für die Klimawende sind die nächsten Jahre entscheidend. Wir müssen Mobilität radikal neu denken und jetzt mutig handeln. Hi, ich bin Sarah vom NABU Brandenburg. Brandenburg zählt schon jetzt zu den niederschlagsarmen Regionen Deutschlands. Die Klimakrise verschärft die Situation des Wasserhaushaltes und beeinträchtigt so zum Beispiel Moore und Feuchtwiesen. Zugleich gehören Moore, Grünland und Flussauen zu den effektivsten Kohlenstoffspeichern und beherbergen eine einzigartige Artenvielfalt. Klima und Artenschutz gehen hier Hand in Hand. Als NABU setzen wir uns dafür ein, dass die Leistungen unserer Ökosysteme erhalten und Renaturierungsprojekte gefördert werden, um die Artenvielfalt zu retten und den Klimaschutz zu stärken. Ich bin Rahel und engagiere mich bei Fridays for Future Brandenburg. Gerade sehen und erleben wir, dass die Klimakrise jeden einzelnen Menschen trifft. Aber gleichzeitig bekommen die Menschen Klimafolgen am stärksten zu spüren, die sowieso schon diskriminiert, überhört und strukturell benachteiligt werden. Die aktuelle, inkonsequente und ungerechte Klimapolitik sorgt nicht nur dafür, dass die Klimakrise jetzt schon immer weiter eskaliert, sondern befeuert auch soziale und globale Ungerechtigkeiten. Aber das muss nicht so bleiben. Wir stehen gemeinsam auf für eine klimagerechte Welt. Bist du dabei? Ich bin Franziska und aktiv beim BUND in Brandenburg. In Brandenburg kommen fast 70% aller Klimagasemissionen aus der Energiegewinnung und Umwandlung. Das zeigt, wie wichtig verbindliche Ziele fürs Energiesparen und energieeffizient sind. Denn der Verbrauch von Energie muss insgesamt runter. Und in Brandenburg braucht es mehr Tempo bei der Umstellung der klimaschädlichen Verbrennung von Kohle und Gas auf erneuerbare Energieträger wie Sonne und Wind. Wir vom BUND wollen, dass Bürgerinnen und Bürger von der Energiewende profitieren und dass der Ausbau der erneuerbaren Energien im Einklang mit Umwelt und Natur geschieht. Ich bin Ella. Ich engagiere mich bei Extinction Rebellion in Potsdam. Aktuell gibt es sehr wenig Möglichkeiten für uns BürgerInnen, sich aktiv in die Klimapolitik einzubringen. Viele Entscheidungen werden in Hinterzimmern oder in Gremien mit ausgewählten Menschen getroffen. Diverse Lobbys haben einen großen Einfluss auf die Bundesregierung und bremsen den Klimaschutz, was zu Frust und Spaltung führt. Das muss sich wirklich ändern, denn Klimapolitik entscheidet darüber, wie und ob wir in Zukunft leben werden. Wir sagen, Lobbys raus und BürgerInnen rein. Denn nur gemeinsam finden wir die besten und gerechtesten Lösungen und Maßnahmen. Ich bin Karl und aktiv beim Ökologischen Verkehrsclub Deutschland VCD in Potsdam. Und ich war heute in Blankensee unterwegs, im Landkreis Teltow-Fleming. Hier fährt der Bus so ungefähr alle 2 Stunden und der letzte kommt um 16 Uhr nachmittags. So geht auf jeden Fall keine Verkehrswende. Wir brauchen auch auf dem Land einen flächendeckend und attraktiv ausgebauten ÖPNV. Nur so können wir Leute dazu bringen, auf ihr Auto zu verzichten und CO2 einzusparen. Die kommende Bundestagswahl wird hierfür entscheidend und richtungsweisend sein. Und deswegen sagen wir, wir müssen den Druck auf die politisch Verantwortlichen erhöhen. Und genau deshalb macht der VCD mit beim Klimabündnis Brandenburg. Wir als Wählerinnen und Wähler erwarten von der nächsten Bundesregierung, dass sie die Klimakrise ernst nimmt und angemessene Maßnahmen ergreift. Wir erwarten, dass sie alles tut, um jedes weitere 10. Grad Erderwärmung zu verhindern. Und wir erwarten, dass sie das gerecht und mit uns gemeinsam als Bürgerinnen und Bürger tut. Wir müssen jetzt zusammenhalten und den Wandel gestalten. Bei der Bundestagswahl zählt jede Stimme. Deshalb mach auch du dein Kreuz bei der Bundestagswahl am 26.09. für eine Partei, die für Zukunft steht und nicht für Vergangenheit. Wir sind viele und wir werden immer mehr. Um das zu zeigen, sei dabei bei der Klimademo am 24.09. in deiner Stadt. Wir sehen uns auf der Straße.